Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Packy zu einer weiteren Folge von Transport Fever 2, die Kampagne. Die vierte Mission Überflieger. Wir lassen gleich wieder laufen. Wir haben ja letztes Mal wirklich stark gekämpft, dass wir hier Stahl bekommen. Das mit den Brettern hat wunderbar funktioniert, aber das mit dem Stahl, das wollte nicht so wirklich. Und nun müssen wir das Ganze auch noch mit dem Sand machen. Wir haben aber noch ein weiteres. Gut, den kann ich nicht anwählen oder noch nicht. Da kommt dann nochmals einer. Aber jetzt mal Sand liefern. Und damit es ein bisschen schneller geht, habe ich nochmals, ich glaube, 5 oder 6 neue Wagen hier auf die Linie gebracht, weil wir liefern weiterhin auch Sand zum Golfplatz. Ich weiß zwar nicht warum, irgendwann müsste es ja mal genügend Sand haben. Trotzdem, wir bringen jetzt da eben Sand hoch. Ich schaue nochmal schnell. Wir haben hier alles gemacht. Also Bonusaufgabe sind wir durch. Wahrscheinlich fehlt wirklich nur noch in der Hauptquest das Nötigste. Und ich sehe gerade, wir haben schon 7 Stück. Diese Linie müsste eigentlich wunderbar funktionieren. Ohne großen Probleme. Wir warten noch schnell, bis der nächste Wagen auch ankommt. Schauen wir hier mal ein bisschen nach. Was haben wir denn da? San Francisco, nein, LA. Ist hier Cargo-Abladestation. Da müsste jetzt eigentlich dann gleich der nächste eintrudeln. Wo die letzten 3 Sandteiler liefert, da kommt er schon. Bums, fertig. Der Film über den legendären bereite alles für die große Premiere vor, auf das der Film alle Anwesenden in Verzückung versetzen wird. Das Verhalten. Wir nehmen jetzt alles mal wieder an. Und wir haben natürlich wieder einmal ganz viele Sachen zu erledigen. Immer 3 Quests miteinander. Also, gehen wir von oben nach unten durch. Richte eine Bahnlinie von San Francisco nach LA ein und setze auf ihr den Super Chief ein. Okay, also wir haben hier LA und wir brauchen San Francisco. San Francisco, ja, das ist hier ganz weit hinten. Und wir sehen auch schon, dass schon mal ein paar Gleise gelegt worden sind zugunsten von uns. So, wir werden versuchen, wir haben Kohle bis zum Abwinken. Und da werden wir, können wir hier durch? No. Unten durch vielleicht? Das will er auch nicht, hä? Nein, er will tatsächlich oben durch. Wenn wir... Nö. Nein, das sowieso nicht. Naja gut, dann machen wir halt so etwas ganz, ganz speziell hier. Dann nur wieder runter. So, wir machen so etwas Kompliziertes. Und auch zweispurig. So. Okay, dann ziehen wir die Linie von da. Ja. Dann durch. Ah, wir machen zuerst die eine Seite. Und es muss nicht schön aussehen. Aber es muss einfach funktionieren. Darum werden wir jetzt mal diese Linie hier einfach setzen. So schnell es geht. Zack. Und wir haben hier vorne... Oh! Nein, nein, nein.
So. So, machen wir das so. Das müsste funktionieren, genau. Sehr gut. Oh, habe ich den richtigen? Jawohl. Ohuhu. Das sieht jetzt auch nicht gerade sonderlich cool aus. Naja, egal. Also, wir haben hier also das hier mal inklusive. Dann fehlt hier noch ein Depot dann. Schauen wir noch, wo wir das Depot hinknallen. Vielleicht dann hier in der Nähe. Dann brauchen wir... Ah komm, das machen wir jetzt mal fertig. Also, setzen hier noch ein Depot. Ah, drehen. Ja, und... Gleich noch sowas. Sehr gut. Also, dann können wir hier nämlich eine Linie kreieren. Zack. Von da. Hier oben. Oh, Glück gehabt, dass ich da das Richtige auch verwendet habe. Ah. Hat der hier vorne tatsächlich die Kreuzung drin? Ja, das ist ja gut. Sehr gut. Und hier vorne auch. Ja, perfekt. Dann haben wir hier Zug von LA nach San Francisco. Muss ich nochmal den Super Chief brauchen wir da? Den Super Chief, das ist eine gute Frage. Ah. Kann ich den drehen? Ja, oh, das wäre jetzt noch schön gewesen, hä? Die Reverse-Variante. Schade, dass man das immer noch nicht kann, hä? Einfach den Zug umdrehen. Naja. Passagiere. Und auch die Super Chief Wagen. Der fährt gut. Was soll denn das? Viele Leute? 36 nur. So, hä? Ah, eben. Passagiere. Die doppelt so viele transportieren können, hä? Zwei Stück. Und den hier. Okay. Ah, das wäre schon gemacht. Sehr gut. Dann haben wir den nächsten Auftrag. Richte eine Linie vom Flugplatz zur Premiere ein, auf der ein Flugzeug mindestens 5 Minuten unterwegs ist. Von hier richte eine Linie vom Flugplatz zur Premiere ein. Hier. Ja, super. Da ist er 5 Minuten unterwegs. Diese Linie müsste man ja bereits... Linie mit zwei Haltestellen eingerichtet. Okay. 5 Minuten unterwegs. Das heißt, er müsste ja überall durchfahren. Wisst ihr was ich mache? Ich nehme hier diese Haltestelle. Ich nehme diese Haltestelle. Nein, ich nehme diese Haltestelle nicht. Ich darf hier nur zwei haben. Diese und diese. Aber... Ich mach's ganz einfach. Ich setze hier einen Wegpunkt. Kann ich das überhaupt? Ist auch wieder lustig. Hier wird nichts akzeptiert. Ah, doch. Hier vorne schon. Hier nicht. Ist auch interessant. Egal. Dass er hier durchfahren muss und hier auch. Nein, dass er hier durchfahren muss. Ist ja gemein, aber... So, richten wir eine Linie ein. Von Flugplatz zu dem.
dem. Nach da. Weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, aber... Oh, wir könnten nochmal Seilen einsetzen. Ist ja gemein, diese Linie. Na? Ja, einmal reicht, hä? Sollte das genügen? Von da 5 Minuten unterwegs? Weiß es nicht. Versuchen wir es. Dann brauchen wir hier wie viele Fahrzeuge? Das steht nicht. Hä? Nutze Wegpunkt, um die Linie zu machen. Länger zu machen, ja. Logisch, ja. aber was habe ich jetzt gesagt? Ah ja, genau. Wir müssen noch Fahrzeuge haben. Die Frage ist, hat der ein Verhalten? Nicht irgendwie spezielle Fahrzeuge? Passagier, ja, wir haben nur den. Diese Linie 1. Diese Linie 1 benamseln wir auch gleich Bus Premiere. Hä? Ja, ist ja egal. So, die Linie haben wir. Fahrzeuge unterwegs. Ja, das ist schon Sekunden unterwegs. Das muss dann gerechnet werden. Werden wir dann sehen, ob es reicht. Ansonsten verlängern wir einfach die Linie. Dann haben wir noch Eiscreme liefern. Aha. Eiscreme liefern. Das müssen wir zum Hotel. Okay. Jetzt müssen wir wissen, wo wir Eiscreme machen können. Erfülle diesen Wunsch. Ja, erfülle diesen. Ah, hier oben ist Eiscreme. Okay. Das würde ich mal sagen, nehmen wir einfach oder einfacher halber. Ich kriege den noch. Sehr gut. Abladen muss ich nicht mehr. Die Linie noch kreieren von hier. Siehst du, wo ist das Hotel? Okay. Zu dem. Okay. Das ist dann LKW Ice Cream. Hä? Ja. Nehmen wir das so. Ice Cream. Dann gehen wir noch hierher. Kaufen uns Cargo. Den hier. Nehmen wir 4, 5 Stück. Zack, Cargo Ice Cream. Wo ist es? LKW Ice Cream. Dupi dupi. Hier, also. Produce, please. Und da wird auch schon fleißig produziert. Okay. So, warten wir, bis der erste dann hier ankommt. Der erste Bus. Hier kommt er, glaube ich. Ah, jetzt hier viele Leute. Ist ja krass. Ja, das ist der Bus Premiere. So, jetzt bin ich gespannt. Eigentlich hier Fahrzeuge unterwegs. Warum? Dass das nicht klappt, aber ob es 300 Sekunden sind. Das hat nicht gereicht, hä? Also. Das hat nicht gereicht. Vielleicht brauche ich auch nur eines. Eiscreme habe ich schon fertig. Eiscreme, jetzt habe ich aber einfach wieder einen Quest, der mir Sorge bereitet.
Er zählt. Aber jetzt kommt es darauf an, bei wem das er zählt. Haben wir dann die Hälfte? Ich weiß nicht, bei wem das er zählt. Ich kann es nicht sagen. Fail. Hat nicht geklappt. Okay, also ich muss die Wegpunkte einiges länger machen. Ja, also ich mach alles viel, viel länger. Gut. Dann werde ich also hier. Die Hälfte haben wir, hätten wir hingekriegt. So. Dann werden wir vom Flugplatz, werden wir mal nach hier gehen. Und wenn wir fertig sind, gehen wir da lang. Dann hier. Dann kommen wir hier vorbei. Gehen wir da entlang. Da entlang. Dann kommen wir nach hier oben. Fahren wir hier entlang. Dann da. So. Und dann kommen wir hierher. So, jetzt mache ich mal diesen Teil der Linie. Oh, oh, oh. Wo haben wir den Buspremiere? So. Also. Der Buspremiere, der startet von da. Okay, dann gehen wir nach hier unten. Dann gehen wir hier entlang. Hier. Dann kommt die 5. Ja, die 6. Dann die 10. Jawohl. Und da gehen wir dann da. So, das wäre jetzt die eine Linie. Von, es steht ja eigentlich auch, richte eine Linie vom Flugplatz zur Premiere ein, auf der ein Fahrzeug mindestens 5 Minuten unterwegs ist. Die Frage ist jetzt, welches Fahrzeug gerade da unterwegs ist? Der oder der? Ja, jetzt ist er schon hier oben. Jetzt fährt er hier runter. Ah nein, der fährt noch die alte Linie. Ja, sage mal. Jetzt kommt der hier. Er ist jetzt die Hälfte unterwegs. Jetzt kommt er dann hier unten durch wahrscheinlich. Ah, er kommt erst von da. Ja, jetzt reicht's eigentlich, hä? Ja. Ja, jetzt reicht's. Gut. Haben wir diese Wegpunkte also gesetzt? Ja, er muss doch noch das ganze Getümmel hier fahren. Ich habe den hier oben, glaube ich, ausgelassen, hä? Ja. Bäm, das haben wir geschafft, weil er muss. Ja. Sehr gut.
Mr. Hughes hat dich beauftragt, alle im Umlauf befindlichen Filmkopien zurückzukaufen, auf dass ihm weitere Häme erspart bleibt. Okay, also wir müssen einen Umsatz erzielen. Jo, das müsste ja eigentlich kein Problem sein. So viel wir hier eigentlich einnehmen. Eigentlich haben wir da aber doch nicht alles. Sehr unterschiedlich nehmen wir da ein. 4 Millionen. Ich weiß nicht, was das hier gerade ist. Mache einen Umsatz, aber... Du, es läuft. Es geht nach oben. Der Rest ist mir eigentlich egal. Bäm, fertig. Wie auch immer. Oh, ja. Wie auch immer, aber... Wir haben es geschafft. So, dann starten wir auch gleich. Das Reich der Mitte nach der großen Revolution. Genau. Die Rote Armee hat den Bürgerkrieg gewonnen. Dank taktischem Geschick und viel Ausdauer. Beides wird nun nötig sein, um aus den Trümmern jenes Paradies zu errichten, das der Parteivorsitzende Mao Zedong den Menschen versprochen hat. Auf, ihr Völkerscharen! Dann kommen wir also in die hier Mission 11 oder in die Mission 5 von Kapitel 2. Nachher gibt es, glaube ich, noch ein Kapitel 3. Ja, muss es ja eigentlich, weil wir sind noch gar nicht so weit von den Fahrzeugen bzw. vom Jahr. Wir sind noch ein bisschen weit entfernt. Und erst jetzt dann in Richtung des Zweiten Weltkriegs. 1940 irgendwo sind wir jetzt, glaube ich, dann erst. Der Feind ist besiegt. Die Unterdrücker des Volkes wurden bezwungen. Nun sollen Frieden und Wohlstand erblühen. Als ambitioniertes Mitglied der lokalen Provinzverwaltung wirst du die dazu nötigen Weichen stellen. Wenn du deine Sache gut machst, winkt dir ein Posten im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei. Hoch lebe die Chinesische Volksrepublik! Die Trümmer des Bürgerkriegs. Okay, also. Die alte Bahnlinie. Wir sind in China gelandet, hä? Ja, das sieht schwer nach China aus. Von den Namen her. Okay, also beliefere die Gleisbauindustrie mit 50 Stahl und bau die zerstörte Bahninfrastruktur zwischen Chengdu und Chongqing, ist egal, wieder auf. Zuerst nehmen wir hier mal. Hä? Aha. Also anwählen ist zwar schön und gut, aber machen kann ich nichts. Okay, dann halt eben nicht. Warten wir da mal. Dann bleiben die halt. Also Stahl liefern 50 Stück. Chengdu und Chengqing irgendetwas verbinden. Hier ist die Gleisbauindustrie. Aber jetzt müssen wir zuerst die anderen Städte noch finden. Chengdu. Okay. Ich muss nur noch wissen, wo die zerstörte Bahnlinie... Ach so, hier ist sie. Gut, dann bauen wir da mal die zerstörte Bahnlinie. Ja, genau, so möchte ich es eigentlich haben. Ja.
Sadele. Überall Teilabschnitte. Oh. Gut. Da passt was nicht, okay. Okay, dann machen wir das halt so. Ja, machen wir halt einen Tunnel. Ah, wäre gleich hier gewesen. Okay. Dann haben wir hier wieder einen Posten. So. Hier ist die das ist auch gerade noch gut, hä? Stahlfabrik, dann könnte man hier. Oh nein, die brauchen. Aha, die brauchen zuerst was anderes. Also zuerst brauchen die mal einen Güterbahnhof, hä? So, jetzt hoffe ich, dass ich auch die Straße gleich anbinden kann. Ja. Das klappt. All das. Wir können ja gleich mit den Gleisen weiterfahren. Die müsste ich vielleicht dann hier auch beim Zug suchen. Was aber jetzt gerade nicht so toll ist, dass wir kein zweites Gleis hingeknallt haben. Ja, ganz raus. So. Ich mache jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob das wirklich richtig ist, verbinde jetzt einfach. So, und das hier ist Chongqing. So, dann sind wir eigentlich soweit durch. Jawohl, das haben wir. Jetzt heißt es noch, wir müssen Stahl liefern. Damit wir Stahl liefern können, nach hier oben, müssen wir hier Eisenerz und Kohle, glaube ich, liefern. Jawohl. So, jetzt müssen wir zuerst Eisenerz finden und Kohle. Woher kommen diese? Kommen sicherlich auch nicht gerade von sehr nahe. Ja, man hätte das gedacht. Einmal hier hinten das Eisenerzlager und hier ist, glaube ich, noch Kohle. Hä? Jawohl, also. Dann könnte man hier das Ganze gleich einspeisen in diese Linie. Wenn das vielleicht funktioniert. So. Gut, dann hat der sicherlich genau eine Verbindung dazu. Das ist schon mal gut. Und da bauen wir gleich auch noch einen zu einem Sackbahnhof. So, und ab geht's. So, rudimentär, ui. Oh lala, da geht was wieder nicht. Ah doch, sicher geht das. So, vielleicht hier gleich doppelspurig machen. Oh, geht nicht. So, dann haben wir immerhin mal alle Gleise gemacht, alle Linien. Also eher die Gleise und dann. Ja, bauen wir hier gleich durch. So, bis hierhin mal. Und der Rest, den machen wir dann in der nächsten Folge. Dann müssen wir das Ganze hier daher bringen und von da noch zu der Gleisbaufabrik. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben die Mission 4 abgeschlossen von der Kampagne 2, sind jetzt in der Mission 5. Gesamthaft natürlich Mission Nummer 11.
in der Kampagne 2 Sozialistische Volksrepublik. Okay, dann bedanke ich mich nochmals recht herzlich und bis zur nächsten Folge. Euer Packy. Bye bye.